Hallo Leute, ja, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Terraria. So, wir waren das letzte Mal wieder nach Hause teleportiert, nachdem wir in der Corruption ja ein wenig was auf den Deckel bekommen hatten. Denn wir sind fast abgesoffen. Und ja, aus diesem Grund, Moment, ich würde mal sagen, dass... Ach, ich schließe auch immer die Türen wieder vor mir. So, ich würde sagen, aus diesem Grund können wir auch erstmal unser Dynamit in die Waffenkammer packen. Und ich weiß gar nicht, warum hier überhaupt noch eine Truhe in der Waffenkammer ist. Also, kein Plan. Hier ist der Typ. Ich wollte allerdings zu dem Händler. Ja, renn ruhig weg. Meine Güte, willst halt kein Geld verdienen. Beziehungsweise eigentlich will ich ja auch Geld verdienen. So, haben wir eben das Ding verkauft. Das brauchten wir nämlich nicht. Steinblöcke brauchen wir eh nicht. Okay, dann können wir erstmal wieder weggehen, würde ich sagen. Und zwar gehen wir heute mal wieder in unsere Höhle. Ja, Tür zu. Würde ich mal sagen. Da waren wir nämlich jetzt auch schon wieder einige Zeit nicht. Und demnächst werden wir dann auch mal unseren Garten errichten, den wir ja noch uns anlegen wollten. Und da... hier rennen schon wieder die ersten Slimes rum. Und da vorne liegt eine Pflanze, wo auch immer die jetzt herkommt. Eine von diesen Blinkroots, okay. Merkwürdig. Ich hätte gedacht, dass die eigentlich nicht einfach so hier nachwachsen. Und ja, ich werde einfach mich jetzt hier langsam aber sicher so runtergraben. Ihr seht schon, das hat sogar schon ein bisschen was gebracht hier. Haben wir jetzt nämlich gerade... Ach genau, ich brauche jetzt da gar nicht mehr meine Fackel nehmen. Wir haben ja den tollen Helm. Hier ist wieder ein kleiner Höhlenkomplex. Und ja, wenn ich klein sag, dann meine ich auch klein. Also ihr seht schon, der ist wirklich sehr, sehr klein, diese Höhle hier. Gut, wir graben uns weiter hier runter. Denn wenn wir jetzt so einen Gang bauen, kommen wir natürlich viel schneller nach unten, als wenn wir jetzt wieder darauf warten, dass wir durch irgendwelche Höhlen noch tiefer runterkommen. Da unten sehen wir auf jeden Fall schon wieder irgendwas leuchten. Das könnte eins von diesen Skeletten sein. Ah, okay. Oder so eine Qualle. Die leuchten also scheinbar auch. So, wir müssen uns mal eben was ausdenken, wie wir das Wasser hier rauskriegen. Und ich würde mal sagen, das Leichteste wäre eigentlich... Ey, die Qualle ist an Land gesprungen. Lustig. Das Einfachste wäre, so einen Abfluss hier zu machen, wie wir das jetzt gemacht haben. Und wir springen hier mal rüber. Ach, ihr seht's, da hinten ist unser anderer Gang. Da drüben, da waren wir schon mal. So, hier ist sonst weiter nichts. Oh, seht ihr wohl, die Quallen scheinen auch aggressiv zu sein. Wundert mich, wie Quallen mich sehen können. Die machen wir auf jeden Fall platt. Ah, jetzt liegt sie an Land. So, und dann haben wir auch wieder einen Glowstick mehr. Hoffen wir mal, dass ich die jetzt besiegen kann hier, wenn ich unten bin. Und hier gibt es wieder Lebensenergie, sehr schön. Jetzt hoffe ich mal, dass wir, wenn wir hier runtergraben, nicht im Wasser landen. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Aber es sieht eigentlich gut aus, oder? Scheint nicht so zu sein. Also, haben wir Glück, wir kommen genau am Wasser vorbei. Das heißt, wir müssen uns da gar keine Sorgen machen. Da hinten hat es auf jeden Fall eben schon wieder irgendwo geleuchtet. Und jetzt muss ich aufpassen. Ah, da könnten wir einfach mal schnell ein bisschen Dreck hinpacken. So, haben wir das Problem gelöst. Und wir saufen hier nicht ab. Also ihr seht es, da hinten scheint wieder irgendwie eine Qualle oder sowas im Wasser zu sein. Könnten wir mal kurz schauen. Ah, hier ist sogar noch eine etwas größere Höhle gleich. Okay. Also, ihr seht es, da hinten ist die Qualle. Ey, der Block hat uns noch ein bisschen den Weg versperrt. Und wir machen einmal hier die Urnen kaputt, würde ich sagen. Und dann graben wir uns doch mal hier durch. Auf zu neuen Ufern ist das Motto. Und ich werde mal versuchen, dass wir im Trockenen landen. So. Ah, da haben wir schon den ersten Slime, der uns das Leben wieder schwer machen will. So, den werden wir einfach mal getrost in die ewigen Jagdgründe schicken. Und dann machen wir hier die Qualle platt. Na, komm schon. So, keiner kann sich unserer Macht entziehen.
Niemand hat uns was entgegenzusetzen, naja, außer vielleicht dieser krasse Totenkopf, der uns das eine Mal da in diesem Dungeon doch ganz schön das Leben schwer gemacht hat. Ach, jetzt ist hier schon wieder so ein doofer Wurm. Die Viecher sind auch echt die nervigsten Gegner, muss ich ja mal echt sagen. So, komm her. Ich höre ihn schon wieder. Na, komm, wo bleibt er? Ah. Ist auch echt blöde, die zu treffen, muss ich ja mal sagen. Manchmal hat man ja Glück und so wie jetzt, wenn die genau auf einen zukommen, dass man den gleich schön einfach in den Kopf schießt und die dadurch dann sterben. So, wo landen wir nun? Sind auf jeden Fall schon wieder ein bisschen tiefer. Da unten hat es schon wieder geleuchtet irgendwas. Ach, das ist wieder so eine Blinkroot. Kennen wir ja schon. Die uns so schön mit ihrem Rumblinken anlocken. Uiuiui. Und den blauen Slime hier. Gar kein Problem. Night Owl Potion. Okay. Was haben wir denn da wieder Schönes eingesammelt? Okay, 10 Minuten Dauer und wir haben Nachtsicht dann. Hört sich sehr gut an. So, wo bleibt der Wurm? Da ist er. Jetzt kommt er gleich von der Seite, da müsste ich ihn erwischen. Ah, Mist. Nur sein Hinterteil. Ach. So, geht doch. Und die Dreckblöcke hier werden wieder abgebaut. So, mal schauen, traut sich der Slime hier hoch oder kommt er hier hoch? Also wir können ihn auf jeden Fall mit dem Boomerang treffen. Das ist echt eine wunderbare Waffe, muss ich ja mal sagen. So, ist auch Geschichte. Und ich finde, der Helm hat sich schon ausgezahlt. Also ist echt super angenehm, jetzt hier durch die Gegend zu latschen mit dem Helm. Oh, da unten links. Scheint auch irgendwas zu sein. Allerdings müssten wir erstmal ein bisschen Luft schnappen. So. Dann können wir mal wieder runtergehen. Es ist echt, vor allem unter Wasser ist das sehr, sehr hilfreich. Das finde ich echt geil. So, machen wir uns schnell mal ein Luftloch. Na, komm schon. Oh, und hier haben wir uns sogar noch... Naja, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Von unten in eine Höhle reingegraben. Hoffen wir mal... Ah, oh, geh weg, du doofer Slime. So, das ist Geschichte. Ah, wirklich wieder eine kleine Höhle. So, da hinten leuchtet so schön. Das lockt mich natürlich magisch an. Ich bin da wie eine Motte. Kenne ich nichts. Oder ist das unser... Moment mal. Das könnte sein, dass das unser anderer Gang ist, wo wir eh schon waren. Ja, da sind Fackeln, das ist unser Gang. Okay, dann hat sich das erledigt für uns. Obwohl das Wasser da unten, könnte ich nochmal kurz einen Blick reinwerfen. Auf jeden Fall ein Goldfisch. Und hier ist irgendwo... Ha! Ein Wurm. Diesmal habe ich den sogar frühzeitig erledigt. So. Hier ist auch eine Menge Lehm. Können wir ein bisschen was mitnehmen. Ansonsten... Okay. Hier ist noch ein bisschen von dem Eisen. Nehmt auch mit. Und dann hüpfe ich hier mal wieder aus dem Wasser raus. Nehme noch ein bisschen von dem Lehm hier mit. Kann ich ganz gut gebrauchen. Da werden wir bestimmt noch das ein oder andere Dach bauen. Oben an der Oberfläche. So. Okay. Und hier fließt jetzt eine Menge Wasser ab gerade. Aber das soll uns eigentlich egal sein. Oh Gott. Jetzt haben die Slimes mir aber eine Falle gestellt, die Schweine. So. Wo ist jetzt... Wo kommt unser Gang eigentlich runter? Oh Gott, irgendwo hier müsste der jetzt runterkommen. Das heißt, wir könnten hier einfach gleich direkt mal weiterbauen. Und, ah, seht ihr wohl, da drüben das Kupfer nehmen wir auch nochmal mit. Wie gesagt, ich überlege ernsthaft, ob ich das noch verkaufe. Ich werde nachher den Guide mal fragen. Genau, das ist mal eine sehr gute Idee. Den Guide mal zu fragen, wofür Kupfer eigentlich noch so benötigt wird. Und ihr seht's, wir haben hier jetzt Rubine gefunden. Ich werde aber nur mal eben so einen kleinen Abfluss hier... Obwohl, das könnte ja auch einfach in die Höhle da rein. So, komm schon. Nur noch mal ein Stückchen hier hin. Und dann soll das mal alles abfließen, ruhig. So. Wir bauen natürlich die Rubine hier ab. Sehr cool. Haben wir, glaube ich, bisher... Noch nicht, oder? Wir haben Amethysten, Saphire und ich glaube ein
bisschen Topas haben wir auch schon. Aber soweit ich weiß, waren da noch keine Rubine dabei. So, die Blinkhut nehmen wir mit. Und dann bauen wir uns hier mal eben so einen kleinen Gang durch. Da wartet schon der erste Slime auf uns. Soll uns recht sein. Okay, das waren sogar insgesamt gleich 3 Slimes, die da alle aufeinander... 4 Slimes, die da alle aufeinander gehockt haben. Könnt ihr mal sehen, die Viecher sind echt heimtückisch. Wenn die so übereinander sind, sieht man das gar nicht. So, die ersten sind platt. Okay, das waren scheinbar sogar 5. Sollte mal eben, Moment, machen wir mal anders. So, nehmen wir unseren Boomerang, der macht nämlich wesentlich mehr Schaden als unsere Spitzhacke. Wo kommt der Wurm? Da. Und den Slime. Ach Mann, wie soll ich den denn jetzt... So, meine Güte. Schwere Geburt. So, die Blinkhut. Ist die jetzt, hä? Ich dachte... Ist die doch hier, oder nicht? Ah, okay. Gehen wir da auch nochmal hin, da drüben. Ach, die hören einfach auf zu blinken, scheinbar, wenn man in der Nähe ist. Oh, Spinnweben. Und noch mehr Spinnweben. Und hier noch mehr Kupfer. Nehmen wir mit. Klar. Da oben haben wir noch wieder eine Wasserader ein bisschen. Das heißt, da oben scheint noch eine Höhle zu sein. Ja, da hüpft sogar schon wieder ein Slime unter durch die Gegend. Bin ich ja mal gespannt, was der da oben noch so rumliegt. Ey, wir haben aber in unserer Höhle noch gar keine Truhe gefunden bisher. Ist mir mal aufgefallen. Also, wir hatten ja auf dem Weg, wo wir die Corruption gesucht hatten, wo wir nach links gegangen waren, da hatten wir eine Menge gefunden an Truhen, die aber auch irgendwie nichts Brauchbareres so wirklich in sich gelagert hatten. Menge Kupfer gibt es hier wieder mal. Ansonsten lohnt sich das hier nicht weiter zu schauen. Gehen wir weiter. Ah, hier drüben können wir auch nochmal schauen. Da sind ein paar Spinnweben. Nehmen wir mit. Kleiner Goldfisch und eine Menge Sand mal wieder. So, ach ja, der Slime lebt ja auch noch. Och, meine Güte, was ist denn los? Nehmen wir mal eben schnell einen Heiltrank. So. Ah, hier ist auch noch eine Urne gewesen. Ah, haben wir sogar 9 Heiltrank gleich wieder dazu bekommen. Und die Slimes hier, die werden wir auch nochmal einen Kopf kürzer machen. Waren hier unten drin. Ah ja, wo kommst du denn schon wieder her? Immerhin können Slimes einem nicht gefährlich werden, wenn man selbst schwimmt. Das ist eigentlich ganz cool. Okay, hier geht's auch wieder tief, tief, tief nach unten. Und hier ist auch wieder eine Urne. Die nehmen wir natürlich schnell mit. Und dann versuchen wir mal möglichst schnell an die Oberfläche zu kommen. Na, so wird das natürlich nichts. Komm schon, Grants. Zieh! Sehr schön. Ich glaube, da unten war aber noch irgendwo... Hätte ich da nicht mal irgendwo einen Rohstoff gesehen? Okay. Scheint nur mal wieder Einbildung gewesen zu sein. Das heißt, wir gehen hier raus. Jetzt muss ich wieder überlegen, wo... Ja, jetzt ist da hinten eine Qualle respawned. Lustig. Sollen wir mal einer erklären, wie die da hinkommt? Jetzt liegt sie auf jeden Fall auf dem Land. Kann nichts mehr machen. Und wir... bauen hier unseren Schacht weiter. Ist ja logisch. Auf zu neuen Ufern heißt es natürlich hier bei uns. Ein bisschen Wasser kann uns da auch nicht aufhalten. Jetzt haben wir hier so eine kleine Wasserpfütze, die wir mit nach unten ziehen. Moment mal, da könnten wir ja mal eben das Eisen hier abbauen. So. Okay. Das habe ich jetzt gemacht, damit wir das Wasser erstmal wieder los sind. Und dann können wir uns hier wieder ordnungsgemäß runtergraben. Da vorne seht ihr es schon, da ist wieder eine Qualle. Hier ist noch eine weitere Höhle. Wow. So, einmal den Boomerang raus. Da unten, da ist immer noch unsere Höhle. Also wir waren doch schon einigermaßen tief das letzte Mal. Kann man nicht anders sagen. Bloß, dass wir jetzt halt einen direkten Weg nach unten haben. Unten eine schöne Silberader da auf dem Weg nach unten freigelegt haben. Also, so eine Ader hier findet man auch nicht alle Tage. Wird natürlich alles mitgenommen. Aus Silber können wir auch coole Sachen noch machen. Kronleuchter, alles mögliche. Ach, genau. Matt haben wir hier auch noch. Brauchen wir eigentlich auch nicht Matt.
Weiß auch gar nicht. Kann ich gar nicht mehr mitnehmen, scheinbar. Haben wir schon wieder viel zu viele andere Materialien, die unser Inventar blockieren. Okay. Kupfer nehme ich noch schnell mit. Dann gehen wir an die Oberfläche, würde ich sagen. Haben die 15 Minuten sowieso schon wieder geknackt gleich. Das geht ja bei Terraria echt immer ruckzuck. Da spielt man mal eben so 1-2 Minuten und... Oh, doch schon 15 Minuten um. Gut. Dann würde ich mal sagen, hier ist jetzt Wasser. Da grabe ich mich nochmal rein. Hol mir nochmal schnell eben Urne hier. Und da unten ist die nächste Blinkroot. Das heißt, einmal mit dem Spiegel hier nach oben teleportiert. Dann gehen wir hier an den Ofen, veredeln mal eben unsere ganzen Materialien, würde ich sagen. So, was haben wir denn? Wir haben Kupfer gefunden. Einmal. Dann haben wir Eisen gefunden, hier. Ach, können wir aber nur eins erstellen und haben da noch nicht mal Platz für. Oh, das ist schlecht, schmeiße ich das erstmal weg. Und Silber haben wir auch, genau 9 Stück. Sehr schön. Aus den Glowsticks werde ich mal eben die anderen Glowsticks machen, die kleben. Die waren ziemlich weit oben. Die Sticky Glowsticks, genau. So, das sammeln wir dann natürlich auch ein, das Eisen. Und der Guide steht ja hier gleich hier vorne. Crafting. Was können wir eigentlich so aus Kupfer alles machen? Die Werkzeuge sind uninteressant, die Waffen auch. Ebenso die Rüstung. Wir könnten eine Uhr... Okay, da brauchen wir Eisen. Was können wir damit denn machen? Sagt, wie spät es ist. Okay. Dann können wir uns natürlich einen Kronleuchter machen und... Tiefenmesser, okay. 10 Kupfer, 8 Silber, 6 Gold. Das zeigt einem an, wie tief man ist. Ey, das wollte ich doch gleich wegschmeißen. Das könnten wir mal probieren. Das heißt, dafür brauche ich noch Gold. Gold tausche ich mal eben ein gegen das Eisen. Das brauchen wir jetzt gerade eh nicht. Und dann frage ich mich, wo können wir es jetzt herstellen? Oh, eine goldene Krone könnten wir sogar schon uns herstellen mit dem Rubin, den wir gerade haben. Was macht die? Ach, das ist nur ein Gegenstand, der einfach nur toll aussieht, also gar keine Vorteile bringt. Und mich wundert's gerade, dass ich jetzt nicht diesen Tiefenmesser bauen kann. Wie viel Silber brauchte ich dafür nochmal? Ich kann ja mal einfach mein ganzes Silber kurz nehmen. Nehmen wir nochmal mehr Kupfer. Also jetzt mit dem Material, was wir jetzt haben, müsste es eigentlich auf jeden Fall reichen. Ganzen Silberkrams, ganzen Goldkrams? Nee, wird mir nicht angezeigt. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Auf jeden Fall können die Rubine hier schon mal rein. Genau, Topas hatten wir. Jetzt haben wir sogar schon mehr Rubine als Saphire und Topas. Also nochmal, komm mal her. Guide, Crafting, Kupfer. Also das kann ich mir wirklich nicht bauen. Merkwürdig. Ah, jetzt habe ich das schon wieder weggeworfen. Ja, vielleicht könnt ihr mir ja helfen und schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ich das herstellen kann. Frage ich mich gerade wirklich. So, wir haben noch einiges an Spinnenweben wieder gefunden. Ey, wir haben so viele Spinnenweben, also da können wir eigentlich auch welche verkaufen. Da konnten wir doch nur noch diese andere Rüstung draus bauen, oder nicht? Jetzt rennt der Typ hier wieder munter durch die Gegend. Genau, da brauchten wir nur... Ja, das ist ja... Seht mal, da brauchen wir gerade mal irgendwie knapp 90 plus 45, also 135. Und dann müssen wir noch einiges an Knochen finden. Das heißt, wir könnten von den Spinnennetzen auch einige verkaufen. Aber nicht wegwerfen. Gut, ich würde mal sagen, es ist bald mal wieder an der Zeit, ein bisschen aufzuräumen hier. Und ein bisschen für Ordnung zu sorgen, ein bisschen Krams zu verkaufen vielleicht auch. Weil, wie gesagt, ey, so viele Spinnweben, da blickt ja kein Mensch mehr durch. Was wollen wir damit überhaupt? Gut, das werden wir allerdings erst beim nächsten Mal machen. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier oben in unserem Zimmer. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.